Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zu Ships at Sea. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge sind wir ja hier von Rust, wo haben wir den Ort? Von hier nach da gefahren, nach Stavoja. Waren knapp 4 Kilometer und heute begeben wir uns auf die große Reise nach Veroy. So, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wir haben hier noch Aufträge, die wir mitnehmen können. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Da gehe ich dann in der nächsten Folge so ein bisschen drauf ein, weil ich jetzt 2 Folgen am Stück aufnehme. Wir werden unseren Kahn hier noch einfach einmal ein bisschen tanken. Das heißt einfach mit Ehren. Dann das, was wir quasi tanken wollen, ne, kostet ja, 243 Liter. Dann ist er voll. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Man weiß ja nie. Zack, haben wir gekauft. Wir haben jetzt 179.927 norwegische Kronen und 68, weiß nicht, Cent. Ich kenne jetzt die Bezeichnung nicht, die gängige. Auftrag haben wir hier nicht. Das heißt, wir werden ja, einfach wieder an Bord gehen und werden uns jetzt hier auf die lange Fahrt machen. Wir machen mal hier die Tür zu, dann ran hier und dann werde ich das Ganze mal starten. Das heißt, kleine Fahrt voraus, Leinen los und dann tuckern wir hier erstmal so ein bisschen von dannen. Hoffe ich zumindest. Boah. Eieiei, ich glaube da... Ah, es ging. Okay. So, eieiei. Nee, ging nicht ganz. Okay, wir haben einen kleinen Schaden genommen. Ist aber nicht so schlimm. Wir müssen jetzt hier vorne durch diese kleine Passage durch, weil das hier da hinten ein bisschen zu eng ist. Das heißt, volle Fahrt voraus. Das fahren wir nochmal manuell. Und dann werden wir uns den Kurs einstellen und werden, ja, gute 28 Kilometer fahren, ne? Das ist recht viel. Das sind insgesamt knapp 15 nautische Meilen, glaube ich, noch. So Pi mal Daumen. Und so, ja, werden wir dann den Auftrag abschließen und 125.000 norwegische Kronen bekommen. Das ist jede Menge. Wir werden uns dann auch, glaube ich, erstmal in diesem Gebiet aufhalten. Und hier seht ihr auch, wir müssen jetzt hier raus, weil ich glaube, die anderen, da wäre ein bisschen zu wenig Wasser gewesen, ne? So. Jetzt können wir, glaube ich, hier rumfahren. Das müsste, glaube ich, funktionieren. Dann können wir gleich mal gucken. Ich nehme mal ein bisschen Fahrt raus und lasse noch mal ein bisschen hier ja, so ein bisschen weiter aufs offene Meer rausfahren. Wobei, hier haben wir noch viele Inseln und Bergketten. Das passt eigentlich, ne? Einfach raus da. So, und dann machen wir eine Planung von unserer Route. Wir werden nämlich jetzt hier, ich gucke mal, hier hinfahren. Dann fahren wir dahin. Dorthin. Einmal quer raus hier. Müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Dann geht's auf große Meer hier hinaus, ne? Ich guck mal gerade, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Fahren wir ein bisschen näher ran hier. Und dann müssen wir da bis nach Veroy rein, ne? Eieiei. Ich glaube, wir fahren das von hier an. So, ich werde mal kurz den Autopiloten einschalten. Damit der schon mal auf Kurs ist. Zack. Fährt er den nächsten Wegpunkt an. Das ist der hier. Und dann machen wir mal die Routenplanung ein bisschen detaillierter hier oben. Das sind jetzt, ja, gute 28 Kilometer und ein paar Stunden Fahrzeit, ne? Das heißt, wir werden hier dann einfach reinfahren, wenn das möglich ist. Ah, da will er nicht. Ich muss immer auf diese schwarzen Markierungen achten. Ja, und dann werden wir irgendwann unser Ziel hier erreichen. Das sind ein paar Kilometer, die wir da fahren. Ist aber vom Grundsatz her, ja, relativ gut zu bewerkstelligen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen werden, um dieses Ziel so ein bisschen zu erreichen. Und wie lange man jetzt hier unterwegs ist. Ich guck mal gerade, wir sind gerade losgefahren. Wir haben jetzt 15:35 und werden dann, ja, auf jeden Fall ein bisschen Zeit benötigen, bis wir dann unseren Zielhafen erreicht haben. Ne? Wir fahren jetzt gerade raus, dann aufs offene Meer. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Wir haben hier ein Fischhabitat. Das heißt, hier wird auf jeden Fall, kann man fischen. Ne? Es gibt aber auch innerhalb der kleineren Kreise hier auch Möglichkeiten zu fischen.
Hier oben auch noch. Guck mal, wie groß das ist, ne? Mosken gibt es ja auch noch. Vielleicht haben wir ja von diesem Punkt hier oder von hier oder von Teist noch die Möglichkeit, auch nach Mosken zu fahren. Das wäre auch nochmal eine interessante Idee. Und man hat hier, glaube ich, das hat da einer von euch geschrieben, auch eine Werft, ne? Das heißt, man kann von dort aus auch noch ein neues Schiff kaufen, ne? Oder Upgrades machen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Werft. Das werden wir uns auch noch angucken. Und ja, da gibt es auch einen großen Fischhafen oder so einen Fischmarkt, wo man dann auch verschiedenste Dinge auch verkaufen kann, gerade aus dem Fischfang. Das Wetter hat sich wieder entspannt, wie ihr seht. Das ist mittlerweile relativ gut. Und ihr seht, ja, links ist nichts, rechts ist nicht, hinter uns, ja, noch so ein paar Inseln. Und ja, wir begeben uns jetzt hier ab auf die offene See. Hier unten ist hier ein Leck oder was? Das ist, glaube ich, eine Animation noch, die noch korrigiert werden muss. Ja, da können wir uns jetzt hier richtig entspannt. Da sehen wir noch hier den anderen Ort. Guck mal hier, wie die Gischt. Also von der Schraube, was für ein Weg der hier lang zieht, ne? Und wie cool das aussieht. Ja, wir sind jetzt knapp mit so 11 Knoten unterwegs, ne? Das ist schon ganz gut. Nur noch 26 Kilometer. Wobei nur noch ist relativ. Und ihr seht hier, manchmal weicht er so ein bisschen ab vom Kurs und fängt den dann wieder ein, ne? Das ist vollkommen normal, da braucht ihr auch keine Panik haben. Das ist soweit vollkommen in Ordnung. Jetzt wird er gleich hier rüberfahren und sich dann der Linie so ein bisschen anpassen. Ne? Der holt immer ein bisschen aus, hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Seegang zu tun. Und jetzt hat er sich hier quasi angepasst. Das sind auch fast ein Kilometer, die wir jetzt hier fahren. Jetzt fährt er wieder ein bisschen weiter nach links rüber. Aber irgendwann hat er sich so ein bisschen eingependelt und findet dann den geraden Weg hier. Und ich finde es echt schade, dass man die Schnellreise noch nicht hat. Weil so hätten wir jetzt zack mal kurz die Schnellreise gemacht und wären dann da gewesen. Aber in Real Life gibt es ja auch keine Schnellreise. Und deswegen muss man sich da so ein bisschen bemühen. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit, um uns ja, erstmal hier die Tür wieder zuzumachen. Ans Boot zu begeben. Und dann gucken wir uns mal so ein bisschen, nee, das wollte ich nicht, den Spaß hier an. So, auf jeden Fall gibt es ja die Klasse 1. Ab Klasse 2 können wir uns auch die großen Schiffe leisten, so habe ich das zumindest verstanden. Wir haben 3 ungenutzte Punkte, die werden wir dann zeitnah auch auf jeden Fall nutzen. Wir sind Level 4 aktuell und pro Auftrag bekommen wir XP. So, 1500 wäre Level 5. Wir bekommen jetzt insgesamt wie viel XP hier? 1250 sogar. Das ist schon recht ordentlich, reicht aber nicht für den nächsten Level. Hier haben wir die Mission, ne? Wir haben die Zeit, die wir noch übrig haben. Das ist auch ganz wichtig. Und hier haben wir den Skillbaum. Wir können uns das dann mal so ein bisschen anschauen, was es da für Sachen gibt. Wir haben einmal mehr Inventory-Plätze. Das wird später, glaube ich, interessant. 3 Stufen, wobei die immer nacheinander aufgebaut werden. Das heißt, erst muss man 1 kaufen, 2 und dann 3 mit den Skillpunkten. Hier ist genau das gleiche. 10% weniger, 20% und 30% weniger Sprit. Ich glaube, das wird sich auf lange Schifffahrten auf jeden Fall sehr positiv auswirken. Dann haben wir, die Sachen gehen alle nicht. Friends in High Places 2. Was das bedeutet? Ah, okay. Ich denke mal, wir bekommen mehr Geld. Oder wenn wir es kaufen, geht der Preis vielleicht runter. Oder Fine Reduction. Was damit gemeint ist, weiß ich leider nicht. Crewmates ist klar. Man kann da Leute einstellen. Kommt auch noch im Zuge irgendwann. Was haben wir hier? Ah, das Inventory, also das Lager erweitert vom Schiff. Personelle Sicherheit, ne, die Crew wird nicht krank oder verletzt sich. Das ist auch ein ausschlaggebender Punkt. Teamwork kann man hier auch noch machen. Das heißt, die Crewmoral steigt. Dann hat man noch den Skillbaum Engineer. Hat man diesen Basic Electrician, das habe ich schon gemacht. Also Elektriker, Novize und Erweiterter. Das gleiche gibt es auch für ja, Reparaturen. An der Hülle kann man dann quasi durchführen. Dann gibt es schnelleres Reparieren. Auch wieder 3 Stufen. Skilled Euler. Equipment will wear down. Ah, okay. Das heißt, wenn man das ölt, wenn man den Skill hat, kann man Geräte länger haltbar machen. Genau, ne? Das heißt, die nutzen sich weniger ab, glaube ich. Und Feuersicherheit. Ne? Das heißt, Feuer kann nicht entstehen. Oder ja, das heißt, man kann mit dem jeweiligen, wie heißt denn gleich? Ich komme gerade nicht drauf. Feuerlöscher, genau, so ist es. Kann man schneller löschen. Ne? So verstehe ich das. Das Feuer kann schnell gelöscht werden.
Phishing haben wir auch verschiedene Sachen. Wobei die Sachen jetzt erstmal hier alle nicht aktiv sind. Reeling, das heißt, glaube ich, hier schnelleres Einholen, ne? Von der Leine. Fest Gutting, das heißt, die Tiere, glaube ich, ausnehmen. Schneller sortieren. Und die bleiben länger frischer. Ne? Das ist auch aktuell auch noch nicht mit dabei. Jigger habe ich mal im Tutorial versucht. Ich bin kläglich gescheitert. Wenn ihr wisst, wie das vernünftig funktioniert, schreibt es gerne rein. Longliner, ich glaube, das wäre das Erste, was wir mit dem Schifferboot, mit den Langlinien machen, mit dem Fischerboot. Und Netze werden wir auch testen. Die beiden Dinge kommen auch erst später rein. Das heißt, ein paar mehr Minuten zum Ende der Saison. Und wir haben, ja, den Frische-Faktor mit dabei. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Deckhand. Das heißt, wir haben schon den Kran freigeschaltet. Da gibt es verschiedene Kräne. Die werden wir uns auf jeden Fall im Zuge des Let's Plays ja auch nochmal anschauen. Ne? Basic Medic. Ah, guck mal, da können wir Leute dementsprechend heilen, die an Bord sind, falls sie sich mal verletzen oder so. Auch 3 Stufen. Schneller bewegen und das Deck schrubben. Ne? Ich glaube, da hätte ich schon eine Aufgabe für jemanden, der hier mal mitspielen will im Multiplayer. Gucken wir einfach mal. So, wir fahren jetzt hier echt auf hoher See raus. Ne? Guck mal, da ist hier hinten sieht man zwar noch den Berg, wo wir vorhin waren. Aber nach vorne, guck mal, da vorne haben wir auch nur einen kleinen Bereich. Aber viel sieht man nicht mehr. Das müsste, glaube ich, der Bereich hier sein oder hier. Ja, das heißt, es geht auf offener See hinaus. Und dann werden wir dann irgendwann ankommen. Wir haben noch 25 Kilometer zu absolvieren. Das ist noch recht viel, würde ich sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wann ich da ankommen werde. Ich werde euch berichten, wie lange ich gebraucht habe. Und der eine oder andere, denke ich mal, ist diese Strecke auch schon gefahren. Vielleicht mit ein bisschen besser motorisierten Fahrzeug. Aber ja, wir schauen mal, ne? Wir schauen mal, wie es halt werden wird. Also müssen wir uns auf jeden Fall in Ruhe mal anschauen. So, die Skills haben wir uns angeguckt. Was gibt es denn noch Wichtiges hier? Das mit der Chip-Lizenz. Hier kann man später auch noch eigene Bilder hinzufügen. Das soll auch noch kommen. Damit die komplette Experience, wie viel Reise wir gemacht haben. Das ist mit dem immer gleichzusetzen. Wir haben auch hier noch einen sogenannten Hilfemodus, wo wir hier auch noch ein bisschen unterwegs sein können. Hier sehen wir die Informationen. Hier steht auch nochmal der Hinweis. Also neunter Disclaimer. Achtung, ne, es ist noch eine sehr frühe Version, ne, die wird stetig weiterentwickelt. Ne. Kann auch mal möglich sein, dass man mal ein neues Savegame braucht. Ich hoffe nicht. Und hier haben wir nochmal die einzelnen Sachen, die man machen kann. Ne. Neben Fischen kann man halt, hat man verschiedene, wie sagt man, ja, Stationen. Ne. Die Fuel Station, also die Tankstation haben wir vorhin gesehen. Da können wir Fisch verkaufen. Office für Aufträge, Shipyard ist halt die Werft. Und den Shop, wo wir auch Sachen kaufen können. Da habt ihr hier nochmal die ganzen verschiedenen Dinge, womit man quasi anfängt. Und Netzfischen geht erst ab Tierstufe 2. Ne? Also es geht auch... Ah ja, guck mal, hier ist sogar die Frage von dem einen Kommentar bei uns hier aus dem vorherigen Video. Netzfischen geht erst mit dem großen Boot. Ne? Da steht es auch drin. Muss man aber natürlich hier dann auch geskillt haben. Ne? Das heißt, man muss den Skill haben und man muss dementsprechend auch Tierstufe 2 haben, also das ganz große Schiff. Mission, ne, da hat man die verschiedenen Missionen, das finde ich also auch sehr cool. Cargo, Cleaning Trash, das werden wir auch immer nochmal machen. Wale beobachten, Seemarker reparieren, ne, oder auch Boote ziehen, große Boote, das finde ich auch interessant. Oder Whale Watching, ne? Hier nochmal ein paar Sachen zum Inventory, wie das Fischen läuft, wo man es verkaufen kann und wie das mit dem Fischfarming läuft. Das sind diese Dinge hier, ich zeige euch das auch mal kurz. Hier diese Fischfarm. Da muss man halt was kaufen und dann versorgen und dann wieder abholen. Habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, wie es läuft. Aber auch das werden wir uns natürlich nach und nach mal anschauen. Dann gibt es natürlich noch hier die Tankstellen, die Skills, die man nutzen kann, Wetter. Ist schon dynamisch, hatten wir sogar schon in der letzten und in dieser Folge. Und dann haben wir noch die verschiedenen Fischarten. Wir haben einmal das Bait, was ich irgendwie noch gar nicht verstanden habe. Ich glaube, es ist Schrimps. Man kann Sachen kaufen.
Verstehe ich noch nicht. Ach, das sind die verschiedenen Schiffarten, Fischarten, die man mit dem Köder quasi dementsprechend angeln kann, ne? Köder, Baits sind, glaube ich, Köder, ne? So, Fischtypen. Da haben die verschiedenen Fische, die es hier mittlerweile gibt, soll natürlich auch noch erweitert werden. Jigging, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und Longline, haben wir auch nochmal eine Erklärung. Die müssen halt 12 bis 17 Stunden im Wasser sein, um das Optimale zu erreichen. Da werden die wieder eingeholt. Netzfischen, wird auch nochmal ein bisschen was erklärt. Und die verschiedenen Schiffe, die es gibt, ne? Von ja, Transportbooten, Cargoboot, was wir haben, Fischerboote oder Serviceboote. Später gibt es auch noch Firefighting und Ziehen von Schiffen. Das wird auch sehr geil. Hier gibt es Fehler, elektrische Fehler, mechanische Fehler. Das kann uns natürlich auch passieren. Ein Autopilot gibt es. Es gibt ein Sonar. Das gibt es natürlich nur bei Fischerbooten. Ein Radar. Das Radio ist aktuell noch nicht da, aber es kommt noch. Und eine Uhr. Das heißt, da kann man dann einfach aktuell nur die Zeit überspringen. Ne? Und das HUD wird auch nochmal erklärt. Jetzt sind wir quasi einmal alles so ein bisschen durchgegangen. Wir haben immer noch 24 Kilometer. Wir kommen jetzt auf die ganz, ganz offene See. Ja, und dann werden wir uns das mal anschauen, wie das dann auch funktionieren wird. Und wie lange ich gebraucht habe. Ich denke mal, das werden so ein paar Minuten sein, bis wir dann dort in Verreuil in dem Hafen quasi unsere Ware abliefern können. Ne? So, machen wir mal auf die Tür. Dann gehen wir hier mal wieder weg. Und dann müssen wir die Waren dann noch abgeben. Ne, da haben wir die ganzen Sachen. Die Hülle ist ein bisschen defekt hier. Das können wir irgendwann auch nochmal reparieren. Vielleicht in Verreuil, wenn wir dann ankommen. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Hier, ich mache mal die Tür zu. Ne, werde ein kleines Nickerchen machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann den Hafen erreichen, würde ich sagen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu und dann werde ich mich auf die hohe See begeben. Bedanke mich und wünsche euch allen einen schönen Tag und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.